Alle. Ich war jetzt ein paar Tage mehr oder weniger, also verschollen kann man nicht sagen. Ich war nämlich viel unterwegs letzte Woche. Wir hatten die Erkältungswelle bei uns im Haus, denn wie das so ist, kleine Kinder fassen alles an und schlecken sich dann die Finger ab. Und als Mutter kann es einem zwar grausen, aber viel mehr bringt das nicht. Und sobald mal das Kind krank ist, ist es sehr schwierig, sich nicht anzustecken als Mama, habe ich schon festgestellt. Also ich weiß noch, als ich in der Schwangerschaft, als mein Mann wirklich eine Influenza hatte und gelegen ist, da habe ich es echt geschafft, das von mir fernzuhalten. Ja, mit Dingen, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Aber das geht mit Kind nicht. Nein, man teilt sich dieselben Sachen, man wischt ihm den Rotz ab und nein, also Kind krank ist gleich Mama krank in sehr vielen Fällen, glaube ich. Aber das ist Raunzen auf höchstem Niveau, also so schlimm. Es war halt eine Erkältung, die ist natürlich lästig, aber man trainiert das Immunsystem ein bisschen und ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Also da, ich glaube, verfolgt alles gut bei uns, alles gut, keine Sorge. Aber, und bevor ich die Immunbooster-Promotion sozusagen ein bisschen kurz anspreche, möchte ich euch etwas erzählen, was mich letzte Woche eigentlich mal wieder sehr beeindruckt hat. Man macht ja immer mal wieder so Erlebnisse auch an sich selbst, wo man sich dann denkt, naja, eh total logisch, aber ist dann trotzdem immer wieder so überrascht, dass es echt so gut wirkt. Und zwar eben, Erkältungen dauern bei uns in der Regel gar nicht so lange. Ja, und jetzt hatte ich dann aber das Gefühl, letzte Woche, so Anfang der Woche, habe ich gemerkt, mir geht es nicht ganz so gut. Haben wir gedacht, naja, bis Ende der Woche, weil ich am Wochenende Events hatte in Gmunden und in Linz und ich wollte unbedingt super fit dafür sein. Und da habe ich mir gedacht, ach, bis zum Wochenende ist das alles sicherlich wieder gut. Und dann ist es aber immer so ein bisschen auf und ab. Dann war es Mitte der Woche mal ein bisschen heftiger, dann ging es aber plötzlich wieder. Und Freitagabend, als ich am Zusammenpacken war für alles, habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, dass jetzt, nach erst so vielen Tagen, dass jetzt sozusagen die Spitze kommt, dieser Erkältungswelle. Und warum geht es mir jetzt auf einmal so schlecht? Und auf einmal tut der Hals weh, der hat es sonst auch nicht wehgetan. Und oh, die Nase rinnt ganz fürchterlich. Warum war das nicht vorher? Das, normalerweise habe ich das ja am Anfang einer Erkältung und dann ist es weg. Und dann habe ich einmal so ein bisschen in mich reingefühlt und hatte so das Gefühl, naja, gut, jetzt fange ich wieder an zu verreisen, jetzt bin ich wieder sehr, sehr viel unterwegs. Was schwirrt denn da von mir herum? Oh, ich fürchte, es ist nur Staub. und ja, hatte irgendwie so dieses Gefühl, naja, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen aus der Komfortzone heraustreten. Obwohl ich im Grunde jetzt nicht mich angespannt gefühlt habe oder so. Ich meine, das ist etwas, das habe ich vor dem Kind viel gemacht und habe ich halt jetzt die letzten 1,5 Jahre, war es nicht ganz gut möglich. Aber jetzt eben die nächsten Monate bin ich wieder sehr viel unterwegs und treffe wieder sehr, sehr viele Leute und irgendwie ist es halt schon eine ganz neue Situation trotzdem für mich. Und ich hatte so dieses Gefühl, und kennt ihr das? Man freut sich auf was, man möchte total super für irgendwas sein und dann passiert irgendwas. Ja? Also man wird krank. Es passiert irgendein Orgesdrama daheim, um das man sich dann auf einmal kümmern muss und so. Und ja, ich hatte genauso diesen Eindruck. Ja? Also so unterbewusst habe ich mich selber mit dieser Erkältung, die dann sozusagen immer zum Termin, statt besser eher so nochmal Schwung aufgenommen hat, mich so ein bisschen selber klein gehalten. Ja? Und da kam mir dann sofort aber in den Sinn, Black Spruce, ja, das Öl zum Lösen von Blockaden und vor allem Blockaden, die man sich selber auferlegt. Also wenn man immer wieder so eine Schallplatte im Hirn laufen hat, die einem sagt, na, das kannst du nicht, da bist du nicht gut genug, da bist du nicht groß genug, nicht schön genug, nicht lustig genug, nicht intelligent gebildet, was auch immer. Also die Sachen, die man sich ja immer selber einredet. Ja. Und haben wir dieses Fläschchen Black Spruce einfach hergenommen und haben mal ein paar tiefe Atemzüge genommen. Oh, und natürlich fand ich super. Es ist ein fantastisches Öl. Es riecht wirklich so nach Wald, so als würde man halt einen Nadelbaum so richtig umarmen. Ja, ein Treehugger, wie es so schön heißt, ja, ein Baumkuschler sein. Und dann habe ich es mir auf die Fußsohlen aufgetragen. Und ich schwöre, innerhalb von Minuten auf einmal habe ich mich viel besser gefühlt. Von vorher noch so, oh Gott, ich fühle mich so krank und werde ich dieses Wochenende gut hinkriegen. Und das hat 1, 2 Stunden vorher eigentlich so auf einmal so Schwung aufgenommen, bis hin so, hey, mir geht es eigentlich jetzt auf einmal viel besser. Und ich war am nächsten Morgen deutlich, deutlich besser beieinander. Also es war sensationell. Und das darf man ja nicht vergessen. Immer wenn man krank ist, da ist eine emotionale Komponente dabei. Manchmal ist es einfach wirklich, man muss sich diese Ruhe geben. Aber in dem Fall war es eindeutig, dass ich mich halt selber hier sehr, sehr zurückgehalten habe. Also unterbewusst mich in meiner Komfortzone halten wollte. Und nein, du darfst nicht so gesund sein, dass du das, mach das nicht. Und ja,
sehr eigenartig funktionieren wir manchmal. Aber so ist das halt. Das Leben ist ein Entwicklungsprozess und Gott sei Dank haben wir Öle, die uns da super begleiten. Ja? Also Black Spruce ist jetzt seit ein paar Monaten erst bei uns in Europa sozusagen zu haben und ich kann es nicht genug empfehlen. Ja? Ich liebe es. Ich mag sowieso Tannenöle oder so Nadelöle sehr gern. Also probiert es gerne aus, auch wenn es ein bisschen anders ist. Hallo Marianne, ein Bussel in die Schweiz. Ja? Aber wie versprochen, 200 Punkte Promo diesen Monat im Februar. Was bedeutet 200 Punkte? Ich komme gleich drauf zu sprechen. Aber oder sagen wir es gleich. Jede 200 Punkte Bestellung, jetzt werden die Leute sagen, die mit doTERRA sich nicht auskennen und was sind Punkte, wie, was. doTERRA hat immer Aktionen, die sich immer nach Punktewerten einer Bestellung rechnen. Denn somit sind sie in jedem Land gleich. Also es ist nie Bestellung 100 Euro und du kriegst so und so. Denn diese 100 Euro würden sich zum Beispiel in der Schweiz anders zusammensetzen als bei uns in Österreich, weil wir einfach ganz andere Mehrwertsteuersätze haben. Und somit uns international eigentlich immer gleich zu haben, geht es da immer um Punkte. Jedes Produkt hat also einen Preis, einen Europreis in unserem Fall und einen Punktewert. Und wenn man sich einfach anschaut, wie viele Punkte macht meine ganze Bestellung dann aus und man erreicht 200 Punkte, das kann die Erstbestellung sein, das ist dann zum Beispiel unser super beliebtes Home Essentials Kit, das sind die 10 beliebtesten Öle plus einem Diffuser um 278,40 Euro inklusive Versand für Neukunden, ja, also Wahnsinn, da hat man 10 Öle zu jeweils circa 250 Tropfen, also da hat man schon gutes Öl und einen super, super tollen, easy zu reinigenden, easy zu verwendenden Diffuser dabei. Das ist eines unserer beliebtesten Starter-Sets plus eben jetzt dann das Immun-Booster-Set, worüber wir gleich sprechen werden. Das gilt sowohl für Neukunden, das geht auch für bestehende Kunden. Das ist für jemand, der zweimal im Jahr einfach seinen Ölevorrat aufstockt. Genauso für Leute, die regelmäßig bestellen, aber eben, wie gesagt, auch jemand, der zum allerersten Mal sein Geld bei doTERRA lässt, ja, und sich sozusagen ausstattet, eine Grundausstattung mal nach Hause holt. Und was ist dieses Immunbooster-Set? Es enthält eigentlich Produkte, die wir ganz, ganz häufig in Verwendung haben. Einerseits die On Guard Handwaschseife. Das ist eine Handwaschseife, die das On Guard Öl enthält. Und das On Guard Öl ist großartig zur Vorbeugung. Ja? Und wie gesagt, ich habe damit schon Sachen von mir abgehalten, als Brechdurchfall durch die Familie geweht ist, konnte ich das gut von mir fernhalten. Als eben mein Mann mit Grippe gelegen ist, als ich schwanger war, habe ich alles ongardisiert sozusagen, ja, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Man findet dazu sogar, wenn man so ein bisschen auf PubMed.com nach, oder ist PubMed.com oder Gov? PubMed, die Plattform, findet man sogar Studien, die damals zum Schweinegrippe-Virus gemacht wurden. Da hat sich eine Ärztin damit beschäftigt. Also schaut mal rein, könnt ihr mal ein bisschen nachlesen. War sehr, sehr interessant. Ja? Und das ist ein Öl, was halt unser Immunsystem wirklich entlasten soll, uns helfen soll. Im Idealfall helfen soll, dass es uns nicht irgendwie irgendwas umweht. Aber wenn man schon irgendwie sich nicht so wohl fühlt, dann ist es auch ein sehr, sehr guter Begleiter. Es sind all die Öle drinnen, die uns super gut tun halt, wenn es uns vielleicht nicht ganz so gut gehen könnte. Ja? Und zwar ist drinnen Zimt, Nelke, Orange, Rosmarin, Eukalyptus. Habe ich was vergessen? Habe ich die Orange schon gesagt? Ja. Und es riecht wie Weihnachten aufgrund dessen. Ja? Es ist ein sehr würziger, warmer Duft. Kinder mögen es in der Regel ganz, ganz gern. Das ist super in einem Diffuser zum Beispiel zu verwenden, ja, um die Luft einfach zu reinigen. Ja, lieben manche Leute, die im Büro sitzen, jetzt zu der Zeit, wo sie dann immer sagen, oh, da kommen die ganzen hustenden, schnupfenden Leute zu mir rein. Und ich habe jetzt gerade so hier einen USB-Diffuser hier am Laptop hängen. Den gab es mal vor einiger Zeit so als eine Promo-Aktion geschenkt. Der ist super praktisch, aber natürlich kann man auch einen größeren verwenden, man verwendet ein bisschen Wasser, ein paar Tropfen rein und reinigt halt alles rundherum. Ich liebe es auch für die Fußmassage, vorbeugend, ja, eben wenn irgendwer sich schon nicht so wohl um mich herum fühlt. Momentan bin ich sicher schleißiger, denn mit kleinem Kind ist man das einfach, ja, ist mein Glaubenssatz, muss nicht so sein, aber ich bemerke bei mir, das funktioniert halt nicht mehr ganz so gut wie früher, aber hier in die Fußsohlen einfach zu reiben, auch mit einem Trägeröl zum Beispiel absolut möglich, ja, das ist irgendein fettiges, gutes Pflanzenöl, was die Fuß so also her. Ein gutes Olivenöl würde reichen, ich liebe das fraktionierte Kokosöl von doTERRA, was super gut einzieht zum Beispiel. Ja. Letztes hat mir jemand erzählt, die hatten ein neues Pferd bekommen in den Stall und sie hat On Guard verwendet, weil sie sich nicht so wohl gefühlt hat und hatte das irgendwie so auf Hals und Brustbereich, glaube ich, aufgetragen und dieses Pferd war
total narrisch nach ihr, wie wir sagen würden. Ja. Hat ihr dann alles abgeleckt von den Händen und sowas. Also wollte dieses Ongard sehr gern. Was für mich auch Sinn gemacht hat. Denn wenn ein Pferd neu auch in eine Herde kommt und ja, da hat das Immunsystem auch natürlich mit einigen zu tun, jetzt sich auf einmal mit so vielen neuen Eindrücken irgendwie abkämpfen zu müssen. Kein Wunder, dass der sich dazu hingezogen gefühlt hat. Ja. Also auch für die Tiere oft ganz, ganz angenehm und gut zu verwenden. Ja, also das ist etwas, was einen sehr gut begleitet in jetzt dieser Zeit, die noch ein bisschen andauern wird und ständig. Ich meine, abgesehen vom Coronavirus, was man wirklich das fast nicht mehr hören kann, finde ich, weil es jeden Tag irgendwo in den Nachrichten vorkommt. Ja. Genauso natürlich Grippewelle wird auch, ja, und schwappt noch so über uns her. Ja, dann ist das schon mal ganz gut, ein bisschen da vielleicht Vorkehrungen treffen zu können nach Möglichkeit. Ja. Wir verwenden es auch immer nach kieferorthopädischen, kieferchirurgischen Eingriffen, Zahnarztbesuchen und sowas, um einfach zu spülen. Ja. Ist dann super, super für die Mundschleimhaut eigentlich. Ist ein bisschen scharf, also auf das muss man schon gefasst sein. Gibt es mittlerweile aber auch eine Ongard-Mundspülung, aber wenn man die nicht zu Hause hat, dann einfach ein paar Tropfen mit Wasser halt gut spülen und ja, tut sehr gut, auch wenn ich zu Aften neige, und das tue ich zum Beispiel, ja, dann betupfe ich die auch ganz gern damit. Wenn ich ein bisschen das erste Halskratzen spüre, dann gurgle ich auch ganz gern damit. Also gibt viele, 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 viele Anwendungsmöglichkeiten für dieses Ongard. Auch als Putzspray zum Beispiel gut zu verwenden. Ein bisschen Essig, bisschen Wasser, ein paar Tropfen Ongard rein, damit kann man das ganze Haus super gut reinigen. Ja. So, das wäre mal das eine Produkt, was eben auch hier in dieser Handwaschseife enthalten ist. Hierzu braucht man allerdings, aber das kostet nur ein paar Euro, wenn man es nicht schon daheim hat, so ein Pumpspray für die, und die kann ich dann auch gleich dann auffüllen im Anschluss. Es kommt nämlich Schaum raus. Ja, vielleicht zeige ich es euch dann kurz, bevor ich fertig bin, aber ich möchte nicht dann jetzt schaumige Hände haben. So wie man es von manchen Kinderseifen auch kennt. Also es kommt so ein Schaum raus, und das Tolle an dieser Handwaschseife ist, ich hatte ja früher eine Kraniosakralpraxis und da habe ich mir schon angewöhnt, ständig und mehrmals am Tag die Hände zu waschen. Das habe ich mir irgendwie beibehalten. Ja? Und ich meine, das ist ja auch eines der Dinge, die man am besten machen kann, ja? In der Erkältungs- und Grippezeit. Hände waschen. Und es ist jetzt kein Wunder, dass ich natürlich das mir dann hole, was mein Kind hat, denn da wasche ich mir vielleicht am wenigsten die Hände oder bin halt ständig dran und tue dann nicht immer sofort danach Hände waschen. Aber sobald ich von draußen reinkomme, wasche ich mir die Hände. Ja, eigentlich ständig. Ja. Es ist jetzt kein Tick, würde ich mal sagen, aber es kommt doch sehr, sehr häufig vor. Und früher hatte ich auch in der Winterzeit immer so aufgesprungene Hände, ja, vom halt vielen Händewaschen, mit normalen Seifen oder eh auch sehr hochwertigen Naturseifen. Und dennoch, hier zwischen den Fingern ist mir die Haut immer gesprungen, war dann blutig, das hat dann gebrannt, das war, hat natürlich fürchterlich ausgesehen auch. Damit passiert mir das nicht, trotz sehr, sehr häufigen Händewaschens. Ja. Also die ist so mild und trotzdem wirkungsvoll, dass das einfach super ist für meine Haut. Also es trocknet auch nicht so aus. Ich merke das jetzt immer nur erst, wenn ich woanders bin und mir dort die Hände wasche mit einer normalen Seife oder auf öffentlichen WCs, auf Flughäfen oder was weiß ich was, ja, in den Restaurants, dass sich das so eigenartig danach anfühlt. Also ich hätte eigentlich am liebsten immer so einen kleinen Pumpspray in der Hosentasche, damit ich das überall verwenden kann. Ja, also die lieben wir. Wir haben keine andere Seife bei uns daheim. Die steht in der Küche, im WC und im Badezimmer. Ja, damit waschen wir alles, und es ist auch super eigentlich, wenn mein Mann irgendwie vom Traktor schrauben, er ist kein Landwirt, ich werde immer wieder gefragt, aber nein, wir lieben unseren Traktor und brauchen ihn mit unseren Pferden und allem halt sehr viel. Aber es ist auch eben ganz gut, um runterzulösen, so Fett einfach von den Händen, Öl und Fett. Ja. Also das mögen wir sehr gern. Und was super gut dazu passt, ist der Ongard Handspray. Da habe ich auch in jeder Tasche. Ich habe einen im Auto, ich habe einen in meinem kleinen Rucksackerl, ich habe einen in der Wickeltasche. Und jetzt auch, als ich eben verkühlt schon war, na, was habe ich gemacht? Wenn ich auch im Auto war und ich wusste, ich gehe jetzt noch schnell einkaufen, dann habe ich mir vorher einfach die Hände angesprüht und auch ab. Ja, so einfach eingerieben, weil wenn ich dann schon Einkaufswagen und sowas anfasse und ich weiß, ich bin nicht so ganz fit und möglicherweise ansteckend, dann möchte ich damit ja auch ein bisschen meine Mitmenschen was Gutes tun und mir zusätzlich nicht vielleicht noch was anderes holen. Ja? Also, und natürlich, wenn ich ins Auto wieder einsteige, meistens bevor ich noch mein Lenkrad anfasse, dann sprühe ich mir auch die Hände ein, ja, und reibe sie ein. Und ja, bis ich dann nach Hause komme, die Hände wasche und dann, ja. Wie gesagt, ich bin, was saubere Hände angeht, eigentlich sehr heikel. Ja? Und letztens, meine Tochter, die lernt von mir gerade nicht Hände schütteln, weil oft wollen ja die Leute die Hände geben, und ich sage immer, nein, wir schütteln keine Hand, denn ehrlich gesagt mache ich das auch nicht immer. Ja? Also wenn ich jemanden, den ich kenne, begrüße, selbst wenn ich ihn kenne, und das ist aber unterbewusst, nehme ich den oft so an der Seite, an den Armen und und nicht. Also irgendwie scheinbar unbewusst vermeide ich immer dieses Händeschütteln.
Sorry, es ist nicht persönlich gemeint. Ja? Also wenn euch das mal passiert ist und ihr habt euch gewundert, dass ich sowas mache, ich mache das einfach. Ja? Also ich gesagt, saubere Hände, ganz, ganz ein großes, wichtiges Thema für mich. Und ja, deshalb bin ich immer ganz gerne noch mit ihm ausgerüstet und werd fast ein kleines bisschen nervös, wenn er nicht dabei ist. Als mein Mann eben diese Grippe hatte während meiner Schwangerschaft, habe ich auch alles, wenn er die Fernbedienung angefasst hat, ja, was ich am liebsten gar nicht erlaubt hätte. Dann habe ich die danach damit eingesprüht. Ja. Türklinken, wenn man auf Reisen ist zum Beispiel, ist auch ganz super damit zu desinfizieren. Oder, und das ist ja auch ziemlich eklig, in Hotelzimmern, man weiß ja nie, wer hat das in der Hand, die Fernbedienungen. Ja. Also sowas sprühe ich damit dann eventuell auch ganz gerne ein. Ja, er ist auch, bei Charlotte verwende ich ihn jetzt, sprühe ich ihn nicht ganz direkt auf, weil er doch ein bisschen Alkohol enthält, wobei, mein Gott, hin und wieder mal hält das auch eine Kleinkinderhaut aus. Aber da sprühe ich es oft auf ein Feuchttuch und wische dann damit die Hände ab. Ja, wenn es gerade nicht anders geht, wir gerade nicht die Möglichkeit haben, die Hände zu waschen. Also das ist eine gute Kindermöglichkeit oder ja, wische halt Dinge, von denen ich, als wir mit 10 Monaten wir das erste Mal wieder geflogen sind und in Düsseldorf waren, dann auch Bus gefahren sind, haben wir dort unterwegs waren, da habe ich dann auch so Feuchttuch besprüht und dann habe ich so ein bisschen die Bushandhalterung von uns abgewischt. Man macht solche Sachen dann als Mama irgendwie. Oder man ist total cool und relaxed. Ich bin es offensichtlich nicht immer. Ja, also daher, das ist auch eins aus diesem Immunbooster-Set. Und mein allerliebstes Öl, von dem ich gar nicht genug daheim haben kann, Wild Orange, die Orange. Ah, Zitrusöl ist übrigens jetzt auch ein Teil hier in der Diffusermischung, die neben mir läuft. Macht einfach eine super gute Laune. Ist auch sehr, sehr luftreinigend. Aber auch konzentrationsfördernd. Es gibt so richtig einen Schwung. Es ist auch kreativitätsfördernd. Ja? Also ganz, ganz super für Leute, die sagen, ich brauche ein bisschen jetzt Input, ich muss mir mal überlegen, was spreche ich jetzt am besten an. Ja? Vielleicht Kinder, wenn sie Aufsätze schreiben müssen, ja, solche Sachen. Ist auch super eigentlich fürs Immunsystem und auch ganz gut zum Gurgeln. Oder ich nehme es ganz gern mit einem Teelöffelchen Honig. Ein Tropfen drauf, ja, wenn der Hals ein bisschen so zu kratzig ist und lutscht das, um einfach auch den Hals zu beruhigen. Der Honig tut ja meistens auch schon dem Hals ganz gut. Ja, also wir mögen das einfach sehr, sehr gern. Kann man auch als Putzspray verwenden, wie jedes andere Zitrusöl auch. Also entweder das Onguard-Öl oder dieses Öl oder beide gemeinsam, da spricht gar nichts dagegen. Und mit eben Essig und Wasser einfach ein bisschen als Flächenreiniger, der ungiftig ist und trotzdem super sauber macht. Ja? Zum Kochen, zum Backen ist es ganz, ganz fein eigentlich. Also statt Orangenschale reiben, man hat ja nicht immer eine Bio-Orange daheim, einfach ein paar Tropfen von diesem Öl. Natürlich, ich meine, ich glaube, das sollte eigentlich klar sein. Ich möchte es nur trotzdem erwähnen. Disclaimer, wir reden hier von doTERRA-Öl und von sonst nichts. Und wer meint, er kann in irgendeine Drogerie gehen und sich ein Orangenöl kaufen und dann damit kochen und backen, würde ich sagen, bitte, bitte nicht. Dafür möchte ich nicht die Verantwortung übernehmen. Ja? Also das muss schon wirklich ein streng geprüfter therapeutischer Grad sein. Ja, da müsst ihr wissen, dass da wirklich das drinnen ist, was draufsteht und dass das super sauber, frei von Füllstoffen, von Herbiziden, Pestiziden und dem ganzen Quack-Quack-Quack, der da sehr intensiv drinnen sein könnte, ja, dass das frei ist, also dass das echt qualitativ passt. Nochmal zusammenfassend, was ist jetzt im 200-Punkte-Promo-Bundle-Set drinnen? Es ist einmal das Onguard-Öl, es ist einmal das Wild Orange-Öl, es ist so ein großes Fläschchen, nur mal im Vergleich, das ist schon ziemlich, von der Onguard-Handwaschseife und es ist der Onguard-Handdesinfektions- oder Handreinigungsspray, nennen wir ihn mal so. Ja. Also damit ist man jetzt schon ganz gut gerüstet für die nächste Zeit, würde ich sagen. Wie gesagt, wir haben das meiste davon, also die Seife definitiv jeden Tag, auch den Handspray jeden Tag im Einsatz. Das Onguard doch auch sehr regelmäßig und Wild Orange ist ein Öl, was ich auch fast jeden Tag verwende. Ich habe es jetzt auch, wir hatten letztens ja Atemwege, auch so ein Thema, weil halt ein bisschen verschnupft und verlegt. Ich habe es ganz gern mit der Atemwegsmischung im Diffusor über Nacht, auch ein bisschen Weihrauch dazu, also das tut uns allen, der ganzen Familie, super, super gut und ich liebe den Geruch. Und er ist interessanterweise, das Orangenöl ist immer ausgleichend. Wenn man sehr roh ist, dann beruhigt es einen und wenn man eher so einen Hänger hat, dann gibt es einen Schwung, also deshalb finde ich, das ist nie falsch. Ja. Da freue ich mich schon sehr. Ich bekomme jetzt dann sozusagen meine Bestellung, wo das dann auch dabei sein wird, morgen, glaube ich. Und ja, das können wir gut, gut brauchen. Wie gesagt, es gibt Einsteigersets. Ich schreibe euch in die Kommentare einen Link
von mir dazu, also die Leute, die es noch nicht haben, wo ich vielleicht auch der Kontakt zu den Ölen bin. Wenn ihr einen anderen habt, der euch sonst mit Ölen unterstützt, dann bitte fragt die Person, die kann euch auch alle Auskünfte geben, wenn es darum geht, wie komme ich jetzt zu den Ölen, wie komme ich zu diesem kostenlosen Set, was doch einen Wert hat von sicherlich, lasst mich mal überschlagsmäßig denken, guten 50, wahrscheinlich sogar eher 70 Euro so um den Dreh herum, hier in Österreich mit Mehrwertsteuer und so weiter. Ja, also da können euch die Leute weiterhelfen. Ansonsten, wenn ich eure Ansprechpartnerin bin oder ihr schon bereits Kunden seid, aber auch wenn ihr erst Interessenten seid, lasst mich wissen, ob das für euch interessant ist. Ich poste euch den Link zu meiner Website, wo ihr dann noch ein bisschen Infos dazu findet. Ansonsten gerne her mit euren Fragen. Ich freue mich. Ich wünsche euch einen super, super schönen Abend und bis ganz bald. Ciao.